Ja, Löschen nun zurück zu Siberia. Ich bin mal den ganzen Weg nicht so abgelaufen, damit ihr nicht hier die ganze Zeit beobachten müsst, wo ich da überall so vorbeilaufe. Ich habe nämlich hier was entdeckt. Und zwar ist das so eine Art Steuerung. Naja, erkenne ich ja nichts. So. Schlüssel. Oh, jetzt der Kronschlüssel, der funktioniert. Was haben wir denn alles für Hebel? Oh, ah, wahrscheinlich muss ich ihm erstmal irgendwie eine Dusche verpassen. Okay, da haben wir die Hebel, die Hebel, die Hebel, die Hebel. Oh. Ob das jetzt so. Ah, hier oben, hier sieht es schon so aus, weil der war ja nicht ganz nüchtern. Das Teil hier klemmt. Wieso klemmt das Teil? Wo kann ich denn überall hin? Ist das so richtig? Weil man sieht's, man erkennt's schlecht. Kann ich denn, wo kann ich denn? Ach so, die gehen. Ah! Jetzt dürfte er wieder nüchtern sein. Was ist los? Oh, Wasser! Hören Sie sofort damit auf! Wollen Sie mich ertränken? Ja. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Ah, okay. Ja, wir gehen mal hin. Das ist jetzt nicht mehr nötig, der ist nüchtern. Ja, das ist genau dem Bottich gefallen und hinten war was mit Wasser. Ganz ruhig, alles in Ordnung. Nur ein unangenehmes Erwachen. Mensch, Sie haben sich ja ganz schön volllaufen lassen. Das Gefühl habe ich auch. Es war nicht das erste Mal und auch nicht das letzte. Oh, mein Kopf. Reden Sie bitte etwas leiser. Tut mir leid, aber in Anbetracht Ihres Zustands war das die einzige Möglichkeit, Sie wieder zu sich zu bringen. Sehr wirkungsvoll, in der Tat. Sie scheinen mir eine sehr wirksame Person zu sein. Mein Name ist Kate Walker. Ich bin Anwältin und zurzeit mit einer etwas kniffligen Angelegenheit betraut. Ich erspare Ihnen die Details, aber ich bin aus unvorhergesehenen Umständen hier gelandet. Nun ja, es ist mir trotzdem eine Ehre, Sie hier in meinem Reich zu empfangen. Oberst Boris Scharow, ausrangierter Testpilot der Roten Armee, heute allein für die Bewachung des Weltraumkomplexes von Komkolzgrad verantwortlich. Ein ganz erstaunlicher Ort. Schade, dass er nicht mehr genutzt wird. So ist das nun mal. Das Wettrennen ums Weltall steht heute nicht mehr auf der Tagesordnung. Das ist der Lauf der Geschichte. Ich bin mit dem Zug gekommen, aber leider hat er eine technische Panne. Ich muss aber unbedingt nach Aralbad. Man hat mir gesagt, Sie könnten mir vielleicht ein Fahrzeug leihen. Mann? Wer ist Mann? Doch nicht etwa Sergei Burodin? Doch, der war es. Der Direktor des Industriekomplexes da unten. Nehmen Sie sich in Acht, mein Fräulein. Dieser Mann ist geistig verwirrt. Und solche Typen können sehr gefährlich werden. Er war es aber, der mir empfohlen hat, mich an Sie zu wenden, auch wenn Ihre Abneigung anscheinend auf Gegenseitigkeit beruht. Es interessiert mich nicht, was er von mir hält. Seien Sie vorsichtig. Das ist alles, was ich Ihnen raten kann. Besonders viele Fahrzeuge gibt es hier ja nicht. Als die Entscheidung fiel, das Kosmodrom zu schließen, wurden die nützlichsten Ausrüstungen beschlagnahmt.
macht nichts. Dann werde ich eben eine andere Lösung finden. Wenn ich Ihnen behilflich sein kann, bitte. Besonders viele Fahrzeuge gibt... Als die Entscheidung... Macht nichts. Wenn ich Ihnen... Ich suche nach einem Mann, Hans Vorarlberg. Und ich habe Grund zu der Annahme, dass er vor rund 20 Jahren hier vorbeigekommen ist. Hans? Sie wollen wissen, ob ich Hans kenne? Die wunderbarste aller Flugmaschinen dieses Kosmodroms ist sein Werk. Ah, der gute alte Hans. Und selbst wenn ich ihm eine große Enttäuschung zu verdanken habe, würde ich ihn gerne einmal wiedersehen. Wieso? Was ist denn passiert? Hans und sein Sternengleiter. Er hatte einen federbetriebenen Abschussmechanismus entworfen, der seine merkwürdige Rakete in die Stratosphäre schießen sollte. Eine revolutionäre Erfindung. Ich sollte gewissermaßen der Testpilot sein. Doch dann, ein paar Tage vor dem Abschuss, ist Hans gegangen. Weg, spurlos verschwunden. Und das Testprogramm wurde eingestellt. Er ist fortgegangen, ohne Erklärung, ohne zu sagen, wohin? Sein Traum war es, die Sterne zu erreichen, nicht Bomben abzuschießen. Eines Tages begriff Hans, wozu sein Abschussmechanismus in Wirklichkeit dienen sollte. Hier haben die Generäle das Sagen, verstehen Sie? Hans war zutiefst enttäuscht, als man ihn mit dem Projekt der Installation eines nuklearen Sprengkopfes auf seinem Sternengleiter betraute. Und so ist er gegangen. Wenn alles soweit bereit war, warum haben Sie dann nicht versucht, die Maschine selbst zu bedienen und loszufliegen? Hier hat nie jemand die Maschinen von Hans durchschaut. Es waren Utopien, verstehen Sie? Und Utopien können nur in enger Symbiose mit dem funktionieren, der sie erschaffen hat. Ohne Hans war die Reise ins All unmöglich. Heute reise ich auf meine Art. Ich beginne, die Funktionsweise der Erfindungen von Hans Vorarlberg ansatzweise zu verstehen. Wie sah die aus, von der Sie sprechen? Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Ich bin nur ein Soldat, mein Fräulein, kein Ingenieur. Meinen Sie, dass ich meinen Zug im Bahnhof von Komkolzgrad stehen lassen kann? An Ihrer Stelle würde ich diesen Ort so schnell wie möglich verlassen. Das werde ich auch tun, sobald mir der Direktor die Hände meines Automaten wiedergegeben hat. Aber dafür muss ich zunächst nach Aralbad. Dann verlieren Sie keine Zeit und holen Sie sich schnell wieder, was Ihnen gehört. Bei solchen Leuten kann man nie wissen. Sie mögen ihn wohl nicht besonders. Ich muss zugeben, dass er seit seinem Unfall ziemlich sonderbar ist. Seitdem meide ich ihn und Sie sollten es mir gleich tun. Ich habe keine Wahl. Finden Sie es nicht auch merkwürdig, dass es hier so viele Vögel gibt? Es sind die Metallstrukturen, die Sie anziehen. Und außerdem haben Sie hier Ihre Ruhe. Daher werden Sie auch immer zahlreicher. Manchmal schicke ich Sojus los, wie in der guten alten Zeit. Sojus? Der letzte Königsadler im Dienst. Die einzige Möglichkeit, dieses verfluchte Federvieh vor dem Raketenabschuss zu verscheuchen. Adler auf Sie loslassen, um Ihnen Angst zu machen. Sie hätten das sehen sollen. Der gute alte Sojus löst immer noch eine ordentliche Panik aus. Haben Sie schon einmal von einer Stadt namens Aralbad gehört? Aralbad. Diesen Namen habe ich schon lange nicht mehr gehört. Lange Zeit war dies der bevorzugte Kurort der wichtigsten Personen des Regimes. Genesende Militärs, müde Politiker und alle möglichen Schmarotzer. Für ein paar Tage ließen sie sich dort auf Staatskosten verwöhnen. Ich bin nie in den Genuss dieses Privilegs gekommen. Dabei wäre ich fast selbst ein Held unserer Nation geworden. Und wo liegt dieser Ort genau? Irgendwo weiter östlich. Wo genau, brauchten wir hier nicht zu wissen. Der große Zeppelin war darauf programmiert, die Gäste nach Aralbad zu bringen. Von dieser Basis aus. Glauben Sie, dass der Zeppelin immer noch funktionstüchtig ist? Keine Ahnung. Er wurde schon so lange nicht mehr benutzt. Abgesehen davon weiß ich auch gar nicht, wie er funktioniert. Oh, das ist kein Problem. Er verfügt über einen automatischen Piloten. Sehen Sie ihn sich doch mal an. Hier ist der Schlüssel.
Danke. Danke für Ihre Hilfe. Und entschuldigen Sie nochmals die etwas brutale Wegaktion. Es war mir eine Freude, mich mit Ihnen zu unterhalten. Ich glaube, ich werde mich jetzt ein bisschen ausruhen. Okay. Wir haben noch einen Schlüssel. Mein Menü ist hoffentlich... Ah, okay, das dürfte eigentlich noch passen. So viele Dinge kriege ich ja nicht mehr. Wo ist denn jetzt der Schlüssel? Schlüssel für Zeppelin. Ich hatte den doch schon mal gehabt. Hallo. Hallo. Oh, mein Kopf. Mein... Ich muss jetzt gehen. Tun Sie das, mein... Okay, ich mache jetzt erstmal Richtung Zeppelin. Wenn ich den so schnell wie möglich wiederfinde. Ich glaube, das war hier. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das funktioniert nicht. Nein, Zeppelin, der war woanders. War nicht hier. Ich laufe schon wieder falsch. Ich laufe schon wieder falsch. Das merken. Das war hier vorne lang. Ich habe doch schon einmal einen Schlüssel gehabt. Wieso ist das ein Zeppelin? Man müsste es eigentlich von hier sehen, irgendwie von weitem. Hier oben, ja, das sieht aus wie der Zeppelin. Der Zeppelin. Ja. Es sind eine Menge Vögel. Macht sie es denn jetzt auch? Wow. Ich bin drin. Das funktioniert wohl nicht. Ja, ist natürlich klar, dass wieder mal was nicht funktioniert. Warum bin ich denn dann jetzt hier? Das funktioniert wohl nicht. Muss ich da wieder zurück oder ist da irgendwas zu beachten? Das funktioniert wohl. Ja, okay, ich will jetzt kein Lied draus machen. Es ist bloß der vordere Teil, denke ich. Ja, dein Zeppelin funktioniert nicht. Also, erstmal zurück. Erstmal zurück. Ich hoffe, er kann es mir erklären. Ah, er ist weg. Alles klar. Ist hier noch was zum Einsammeln? Jetzt ist das ja weg, die Wanne hier. Er hat gesagt, er legt sich hin. Jo. Oh. Hier ist auch niemand. Okay, ich meine, gut, wo soll er sich hier hinlegen? Hier vorne gibt's nichts, hier gibt's nichts. Vielleicht ist er ja in eine andere Richtung gegangen. Dann muss er mir doch gefolgt sein. Aha, da läuft er doch. Ach, da sind sie ja. Ich habe sie gesucht. Es ist mir gelungen, den automatischen Piloten zu aktivieren, aber der Zeppelin will nicht abfliegen. Wissen Sie warum? Vielleicht. Ich hab da so eine Idee. Aber Sie sind doch in Mechanik ziemlich begabt, habe ich recht? Oh, sagen wir mal, ich kenne mich dank meiner Reise jetzt ein bisschen aus. Besonders mit den erstaunlichen Mechanismen von Hans Vorarlberg. Ich möchte Ihnen einen Handel vorschlagen.
Seit vielen Jahren lebe ich neben diesem verfluchten Abschussmechanismus. Und in meinem Hinterkopf habe ich immer noch den Wunsch, mir einmal einen Flug damit zu gönnen, bevor mich der Wodka dahin rafft. Aber was die Bedienung betrifft, verstehe ich nicht viel davon. Sie allerdings scheinen sich da auszukennen. Sie helfen mir mit dem Sternengleiter und ich verrate Ihnen das Geheimnis des Zeppelins. Einverstanden? Ja, warum nicht? Ich werde sehen, was ich für Sie tun kann. Ja, nicht weggehen. Ich war doch schon da drin hier oben und hab schon... Herr Boris, ich bräuchte mal ein paar Tropfen Blut von Ihnen. Wie bitte? Um die Zentrifuge in Gang zu setzen, verlangt die Maschine eine Blutanalyse des Piloten. Um zu den Sternen zu reisen, muss man bei guter Gesundheit sein, verstehen Sie? Ich nehme Ihnen jetzt etwas Blut ab. Es wird nicht wehtun. Ich erfreue mich bester Gesundheit. Aber ein Soldat geizt nicht mit seinem Blut. Bitte. Danke, Herr Oberst. Nichts zu danken. Oh! Okay. Es geht ja wieder weg. Bleibt er dort stehen. Okay. Das Teil hier klemmt. Ich hab's doch wieder reingetan, oder? Okay. Oh. Oha. Au! Das Teil hier klemmt. Oh, jetzt muss ich wieder experimentieren, oder? Oh, was macht's denn jetzt? Alles klar. Ich glaube, ich habe verstanden, wie das funktioniert. Setzen Sie sich. Es geht los. Oha. Tatsächlich? Was? Herr Oberst, alles in Ordnung? Wie fühlen Sie sich? Sehr gut. Mir ist etwas schwindelig. Das bin ich gewöhnt. Ich bin ein erfahrener Pilot, ich... Ja. Muss ich doch hoffentlich nicht nochmal was machen. Fräulein Walker, empfangen Sie mich! Roger? So richtig nicht. Sprechen Sie bitte lauter. Ich bin bereit. Drücken Sie auf den Befehl zum Abschuss. Der Befehl zum Abschuss? Ist das das, oder... Start wurde eingeleitet. Countdown läuft. Herr Oberst, Sie haben etwas vergessen. Das Geheimnis des Zeppelins. Was muss ich tun? Schnell! Zeppelin, einer lenkbar. Man muss den Atem verlassen. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Start. Okay. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Oh, na, zum Glück ist das nicht mehr nötig. Er hat irgendwas runtergeschmissen, nichts wie dorthin. Hier muss irgendwo was liegen.
Zeppelin atmen lassen oder was war das? Hiervon sieht es so aus. Ja, was ist das? Eine Kurbel! Och Leute, das ist ja schön, dass ich endlich mal wieder vorwärts komme. Jetzt auf zu dem Zeppelin. Habe ich das richtig verstanden? Hat gemeint, den Zeppelin atmen lassen. Kommt drauf an. Okay, wir setzen gleich mal die Kurbel ein. Das funktioniert wohl nicht. Was ist mit atmen lassen? Warum habe ich eine Kurbel bekommen, die jetzt nichts tut? Das funktioniert wohl. Was ist denn das jetzt für ein Witz? Och nein. Das funktioniert wohl nicht. Was hat der gemeint? Oder ist das, hat das was mit dem... mit dieser anderen Tür zu tun, eventuell, die da noch war? Zeppelin, hier ist das, was hier oben war. Das muss ich nicht mehr tun. Ach, komm, bitte, bitte. Na wo denn jetzt? Och Leute, ist doch manchmal echt abartig. Hinten, vorne. Warum schmeißt er das hier hin? Wo muss ich denn nun hingehen? Jetzt bin ich den schon los. Und laufe jetzt hier nochmal in die Richtung, weil das wahrscheinlich wieder auch irgendwas zu melden hat. Ist hier die Kurbel? Kommt die hier rein? Oh Gott. Der Adler hat die ganzen Vögel verjagt. Oh, ich reg mich nie wieder auf, deswegen hat das hat diesmal ja wirklich einen Sinn gemacht. Er hat die Vögel verjagt und das ist gut. Um den Zeppelin und ich glaube, ich habe hier auch nichts mehr verloren. Ich hoffe doch. Es ging, ja. Ich musste ja diese Frau herbringen noch. Vielleicht ist das jetzt schon fast das Ende. Es geht ja eigentlich darum, dass ich den Herrn Hans Vorarlberg treffe. So, und jetzt? 3, 2, 1.
Zumindest eine Gegend, die freundlicher aussieht. Das dürfte ja wohl auch kein Problem sein, diese Sängerin zu finden, die wir noch brauchen, um hier da von dem einen, von diesem einen düsteren Tunnel loszukommen, so nenne ich es mal. Ja, bis dahin sage ich erstmal wieder vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören, wenn ihr bisher dabei wart. Ich bin dann erstmal weg. Bis zum nächsten Mal. An dieser Stelle. Hi, Siberia. Ich bin weg. Tschüss.